Ja, liebe Sachsen und sonstigen Mitmenschen, unter uns eher patriotisch eingestellten Leuten ist ja das zweitunbeliebteste nach den Parteien wahrscheinlich die Gewerkschaft. Und das hat seinen Grund im aktuellen Kurs von den Organisationen, die man da halt kennt, DGB, IGM, alle stramm links und stramm auf Regierungslinie. Das war mal anders. Es gab früher als Normalfall ganz unabhängige Gewerkschaften, die wirklich die Interessen der Arbeiter, der Angestellten gegenüber den Arbeitgebern vertreten haben. Und das hat ja seine Berechtigung. Ich habe deswegen heute mal jemanden da von diesen unbeliebten Menschen, nämlich den Gewerkschaftern. Allerdings ist er nicht in so einer großen Gewerkschaft, wie man sie alle kennen, sondern in einer, die wahrscheinlich noch nicht so sehr bekannt ist und die sich ja auch noch vor gar nicht so langer Zeit gegründet hat, nämlich von Zentrum Automobil. Zentrum Automobil, genau. Wie lange gibt es euch und vor allem, warum gibt es euch? Genau aus dem Grund, dass es endlich mal eine sympathische Gewerkschaft gibt. Und gegründet haben wir uns 2009, Stuttgart, immer Automobilwerk. Man hört, du kannst alles außer Sächsisch. Ja. Ja, muss ich mich jetzt entschuldigen? Nein, ich Nein, werde mich nein, nicht, das ist, du ich werde darfst mich zu auch deiner Identität stehen, kein nicht dazu, Problem. genau, nicht dazu, mich entschuldigen dafür. Nee, also 2009 gegründet, immer Automobilwerk, weil so Gibt es heißt ein auch der Name. größeres wohl in Stuttgart, habe ich Gibt gehört. es Ja, zwei zwei sogar. namhafte Gut. Ja, Hersteller, gut. deswegen, genau. Ja. Und ja, gegründet als schon bewusst als Gegenpol zu der in der Automobilindustrie vorherrschende IG Metall, also ganz bewussten Gegenpol. Nach dem Motto, Gewerkschaft kann auch vernünftig sein. Gewerkschaft kann auch vernünftig sein, weil Gewerkschaft auch vernünftig sein muss. Und was unterscheidet euch jetzt von der IG Metall, sage ich mal, wenn ihr seid ja die direkten Konkurrenten Wir sind die sozusagen? direkten Konkurrenten zu der IG Metall, also die Hauptunterscheidung ist die politische Grundausrichtung, obwohl eigentlich innere Gewerkschaft eine politische Grundausrichtung eigentlich schon mal die Frage, was hat Warum die da überhaupt? Ja, verloren? ja, Genau, ja. genau. Aber wir sind halt der Meinung, dass die Arbeitsplätze hier in der Volkswirtschaft vorhanden bleiben müssen, sein müssen, mehr werden müssen und nicht verlagert werden. Und Also ihr vertretet die Interessen der deutschen Arbeitnehmer, kann man sagen. Ja, aber nicht so. Also wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Ja. Deutschland. Damit es ja Also, ja. keine. Und zwar ganz bewusst und auch hier in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir nutzen die Arbeitsplätze meines Arbeitgebers, Ja. woanders eigentlich nichts. Ja, wenn da jetzt mehr im Chrysler-Werk in Amerika gebaut wird, dann hat der Stuttgarter Arbeiter da wenig davon und dann sollte demzufolge eine Ja, und Gewerkschaft. auch der Stuttgarter Oberbürgermeister hat noch weniger davon, wenn die Ja, aber das Arbeitsplätze. ist dann dem seine Angelegenheit, ne? Was ist dann euer Alleinstellungsmerkmal? Macht das IG Metall, ist die nicht auch gegen Werksschließungen, Verlagerungen oder so? Das Problem Was bei macht ihr speziell? das Problem bei der IG Metall ist das, wenn du natürlich dich freiwillig ins Bett der Arbeitgeber legst, was machst du jetzt da? Wenn es behaglich bleiben Ja, das soll, ist kann ich natürlich jetzt nur. ein schönes Bild. Was meinst du konkret damit? Was macht die IG Metall im Bett der Arbeitgeber? Also der Hauptvorwurf gegen die IG Metall ist das, sie erklären das ja auch, dass sie das bewusst machen, das ist das Co-Management zwischen. Also Betriebsräte der IG Metall, die aus der Gewerkschaft kommen, ne, und dem Arbeitgeber. Sie sind die Co-Manager zu den Managern in Aha. der Automobilindustrie, in der Ja. Zulieferindustrie, das ist in der Stahlindustrie, das ist einfach, das ist ein feststehender Begriff. Sie fühlen sich so. Und durch ihre Verantwortung, wenn wir jetzt schon so tief einsteigen, durch die Verantwortung der Gewerkschaftsfunktionäre und der Betriebsräte in den Aufsichtsräten der großen Arbeitgeber, Ja. Aktiengesellschaften,
ja jetzt, was machen die großen Automobilhersteller? Sie verlagern Arbeitsplätze ins Ausland. Und die IG Metall guckt zu? Die macht mit, weil sie sitzen im Aufsichtsrat. Sie hätten schon lange die Möglichkeit gehabt, dieses Konstrukt übers Mitbestimmungsgesetz. Die Grundlage dieses Konstrukts ist ein Mitbestimmungsgesetz, wird festgelegt, AG so und so groß, so und so viele Aussichtsräte, so und so viel müssen aus. Genau. Und es wäre schon lange möglich gewesen, die Mehrheitsverhältnisse nicht in allen, kann er erklären, wie das hätte geschehen sein können. Und das halt nicht in allen, zum Beispiel bei VW ist es ein sinnloses Unterfangen. Aha, aber es gibt andere Regeln, eben durch die Nachkriegsgeschichte mit gibt es ein eigenes Gesetz sogar. Ja, mit der, genau. Aber BMW, jetzt Porsche bei Audi als Tochtergesellschaft, wäre es möglich, weil die alle über frei gehandelte Aktien beherrschbar wären oder beherrschbar sind und da könnte man eingreifen. Das ist jetzt eigentlich ein eigener Themenblock. Weil da müsste man zurückgehen in die Geschichte der DGB-Gewerkschaften, wenn man weiß, was die DGB-Gewerkschaften mit den Beiträgen ihrer Mitglieder schon mal ein Vermögen angehäuft haben. Die hatten DAX-Konzerne, Volksfürsorge als Begriff, als Versicherung. In der Thematik jetzt Berlin mit Enteignung würde man jetzt die neue Heimat. War mal so. Was da wem, dem DGB oder dem DGB gehört hat? DGB. Und dann gab es eine Bank. Die Bank für Gemeinwirtschaft. Und auch mal eine Supermarktkette. Ne? Genau, Coop, aus dem Konsum entstanden. Ja. So, und das ist alles verdummt und verblödet worden. Alles kaputt gewirtschaftet, ja. Ja, und jetzt sind wir mal fair, weil also ich mache ja auch in meinem Leben auch schon Fehler gemacht, wo man ne, andere sagen. Ne? Jetzt hätte man aber wieder anfangen können. Man hätte auch wieder anfangen müssen, weil der Arbeiter braucht eine eigene Bank. Der Arbeiter, man sieht ja jetzt mit der ganzen Thematik, Lebensmittel, bräuchte man eigene Lebensmittelkette. Ist ja mal entstanden, das Konsumwesen, um für die Arbeiter Lebensmittel erschwinglicher zu machen, günstiger zu machen. Genau. Das ging zum Teil von Gewerkschaften schon vor 100 Jahren mehr als 100 Jahren. Und dann wurde es eben von denen jetzt verdummt und... Kaputt gewirtschaftet, sehen wir es mal so formulieren. Wobei die Gewerkschafter selber, die hohen Funktionäre, die wirtschaften sich ja eher nicht kaputt. Man hört ja, die gehören durchaus zu den Top-Verdienern. Wie ist es bei dir? Du bist ja auch im Gewerkschaftsvorstand, allerdings eben bei Zentrum Automobil. Bist du auch Top-Verdiener schon oder wie ist das bei euch? Nein, also bei einem gewählten Betriebsrat ist es ganz einfach. Vereinfacht ausgedrückt, das, was er vorher verdient hat, also als Bauarbeiter, das nehmen wir mal. Ja. Oder als der war vorher Baggerfahrer, dann verdient er nachher sein Geld genauso weiter. Ah ja, dafür, dass er zwar dann die Betriebsratsarbeit macht, kriegt er so genau wie vorneweg. Wäre eigentlich auch ein interessantes Modell, haben wir gerade mal drüber geredet, für Politiker. Ne? Die könnten doch auch, wenn die in den Bundestag kommen, dass die so ihr Durchschnittsverdienst der letzten 5 Jahre als Diäten kriegen. Das wäre doch eigentlich fair. Ne? Dann das muss man würde ja nicht vom Studium da reinkommen und dann hier... Das würde die Auslese 1000 verdienen. In ein anderes Licht setzen. Ja, aber beim Betriebsrat ist es so, das habt ihr nicht erfunden, das ist schon immer so. Ja? Das ist schon immer so, einfach um auch den Betriebsrat unabhängig zu halten. Ihr seid jetzt nur für die Automobilbranche, wie der Name schon sagt. Also für Zulieferbetriebe nehme ich an auch. Aber jetzt in Textilbetrieb, da könnte man jetzt, wenn man dort arbeitet, nicht Mitglied bei Zentrum Automobil werden. Würde jetzt meine Logik so. Das wäre die Logik, der erste Anschein, der aber wie so oft falsch ist. Wir haben uns geöffnet für andere Bereiche. Aha. Wir haben eine Satzungsänderung durchgeführt. Weil wir im Gegensatz zu den Gewerkschaften, den DGB-Gewerkschaften, sind wir ein eingetragener Verein. Das ist auch die Geschichte. Ne? Die,
die Gewerkschaften waren ja früher systemkritisch und haben deswegen das staatliche Konstrukt des eingetragenen Vereins quasi als Protest nicht genutzt und waren immer uneingetragene Vereine. Weil im Gegensatz zu heute, heute sind sie System-Schleimspur, damals waren sie systemkritisch. Und ihr seid quasi ein eingetragener Verein. Ja, wir sind ein eingetragener Verein, geschäftsfähiger Verein, im Gegensatz zu zum DGB oder den einzelnen, weil die nicht geschäftsfähig sind. Nicht eingetragene Vereine, genau. Weil sie nicht eingetragene Vereine sind. Das ist, ist halt ein Verein wie eine Burschenschaft, um das passende... Oder wie eigentlich auch wie eine Partei. Oder wie eine Partei. Es gibt Parteien, die CSU ist ein e.V., die meisten Parteien sind nicht eingetragene Vereine. Genau, ursprünglich, und das ist immer ganz, das höre die Herrschaften nicht so gern, dass wir ein eingetragener Verein sind, sie sind nur ein Verein. Hat aber den Vorteil, weil in der damaligen Geschichte, die ich da gerade angesprochen habe, die Juristen wissen das, wer ist haftbar immer nicht eingetragenen nur Verein? Der Vorsitzende. Immer nicht eingetragener Verein, oder jedes Mitglied. Ach, jedes Mitglied? Jedes Mitglied. Oh, macht kein Vereinsrecht. Aber ich dachte, da... Nee, bei uns im eingetragenen Verein... Da haftet eigentlich niemand. Ne? Da haftet das Vereinsvermögen. Da haftet der Vorstand. Ja, aber nur mit dem Vereinsvermögen, nicht mit seinem eigenen. Ich hafte mit meinem Privatvermögen. Wenn ich jetzt mit... Wenn du Privatmist machst, aber nicht wenn du... Wenn ich meine Tätigkeit ein Vereinsmitglied dann schädige und erbe. Ja, dann haftest du den Vereinsmitgliedern gegenüber. Ja, aber nicht nach außen. Und der Verein kann ja zum Beispiel was anmieten und die Miete nicht bezahlen. Dann haftest du nicht, sondern dann haftet der Verein nur mit dem Geld, was er hat. Ja, wenn der Verein aber kein Geld mehr hat, dann kommt der Vermieter zu mir. Mhm. Und das heißt, du hast schon angesprochen, dass die IGM, die ist jetzt nicht so begeistert von euch. Wie ist das Verhältnis so miteinander? Arbeitet man da professionell zusammen oder ist das eher... Nee, da arbeitet man nicht professionell zusammen. Das geht nicht. Jetzt muss man, wie sieht das aus dann konkret? Das sieht eigentlich so aus, dass das Erste, was das ganz probate Mittel ist, dir werden grundsätzlich Informationen vorenthalten. Mhm. Also die alten gewählten Betriebsräte, die schon immer da waren, die wissen, welche welche Sekretärin sie anrufen müssen, damit sie was erfahren, was sie. Genau. So, wenn du jetzt diese Sekretärin anrufst, dann findet die jetzt quasi die Unterlagen nicht. Das ist immer so einfach mal sagen. Ja. Die Geschäftsleitung unterhält sich nicht mit dir, weil sich der Betriebsrat eine Geschäftsordnung gegeben hat und da stehen halt die Zentrum Automobilbetriebsräte eben nicht in der Geschäftsordnung, sondern andere. Und deswegen kriegen wir die Informationen halt später. Das sind so die... Also so ähnlich, wie man es in Stadträten, in Landtagen mit der nicht so geliebten neuen Opposition, auch wie wir das als Pro Chemnitz Freie Sachsen im Stadtrat erleben, wie das die AfD sicherlich in Landtagen erlebt, dass man da möglichst ferngehalten wird von Einflussmöglichkeiten, von Informationen, sagtest du schon. Was könnt ihr dann trotzdem bewirken? Ja, das ist so diese nennen wir es mal die Abwehrfront der IG Metall, bröckelt. Und zwar, sie bröckelt einfach dadurch, wenn der Kollege am Band ein Problem hat und wird von der einen Seite nicht unterstützt, nicht geholfen, dann geht er zu anderen. Das ist gut, und wenn er jetzt mitkriegt und über die, seit 2009 haben wir ja jetzt doch Erfahrung gesammelt, und da kann man so Lücken reißen und jetzt plötzlich erfahren die Kollegen in der Halle was, das wäre auch im Gemeinderat so, jetzt erfährt der Bürger was und plötzlich ruft er nicht mehr bei den einen Parteien an, sondern sagt, der Herr Mayer ist ja bei den Freien Sachsen, das erzähle ich dem jetzt gerade mal, der hat da gleich geholfen, hat gleich eine Anfrage gestellt. Genau, und bröckelt einfach, weil... Ja, das ist gut, also die scheitern quasi an ihrer alteingesessenen Bequemlichkeit. Die scheitern an diesem Usus und sie scheitern auch, wie letztendlich die Politik da draußen, an dieser Negativauslese, die haben. Das ist
muss ich jetzt so sagen. Und natürlich sind das Themen, wo man auch wahrscheinlich weiß, dass die, wenn man die Meinung der IGM dazu kennt und weiß, ja, die wird mich eher rausschmeißen jetzt oder dafür stimmen, wenn ich, was weiß ich, man hat ja Fälle, dass sich Leute politisch geäußert haben und dann sollen die gekündigt werden. Gibt es einen bekannten Fall bei Volkswagen, da hat sich jemand, allerdings außerhalb des Betriebes, natürlich im Betrieb darf man keine Politik machen als Arbeitnehmer, das ist klar, aber außerhalb politisch betätigt, rechts, wie man sagen würde, und sollte deswegen gekündigt werden. Natürlich hat dem keine IG Metall geholfen. Da, im Gegenteil, die haben noch dafür gestimmt wahrscheinlich, dass er gekündigt wird. Und er hat aber dann ein wirklich riesenhohes Angebot ausgeschlagen an Abfindungen, dass er endlich geht. 300.000, glaube ich. Also würde der ein oder andere schwach werden, für 300.000 sich kündigen zu lassen. Ja, allein um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Und er hat gesagt, nö. Ja. Und hat da ein gutes Grundsatzurteil erwirkt, dass das kein Kündigungsgrund ist, darf da bleiben. Und solchen Leuten würdet ihr jetzt helfen und die IG Metall wahrscheinlich nicht. Ja, es ist so, mein Auftrag als Betriebsrat ist grundsätzlich, ich muss, weil mein Arbeitgeber bezahlt mich dafür, ich muss jedem helfen. Hm. Und ich helfe jedem, wir helfen jedem und die anderen sind halt in der Machtposition, die... In der Praxis halt helft ihr denen, die von der IG Metall links liegen, rechts liegen gelassen werden. Die einfach liegen, vergessen wurden. Ja. Vergessen, ja. Vergessen wurden. Hat das ja oftmals, ich mache ja auch manchmal ein bisschen Arbeitsrecht, wenn es politische Anklänge hat, vor allem, dass dann man liest, ja, der Betriebsrat hat der Kündigung zugestimmt. Und das kann natürlich nur passieren, wenn eben dort die entsprechend linken Gewerkschaften das Sagen haben. Ja, da gibt es natürlich schon so Fälle, die, also erstmal alles, was in Politik reinfällt, da bist du eh schon verbrannt, aber jetzt stellen wir uns einfach mal die Situation vor bei einer feuchtfröhlichen Betriebsfeier. Ja. Da kann mancher Kollege männlichen Geschlechts am nächsten Tag in eine ganz blöde Situation kommen, weil er jetzt vorreiten muss. Und bestimmte Vorwürfe im Rahmen sind auch schon alles vorkommen. Die Frauen sind da manchmal nicht anders, aber die werden deswegen meist nicht belangt. Ne? Ja, egal. Ja, das ist jetzt nicht das Hauptthema. Gut. Das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber auch so, weil das Stichwort MeToo, hast du verloren. Dann hast das du muss verloren der Kollege gucken, wer ihm hilft. Die IGM haut dir wahrscheinlich auch eher noch einen drauf, als dich bei solchen Vorwürfen. Obwohl, IGM-Leute sind ja da in führenden Schichten auch schon mit diesen Themen umfangreich in Verbindung gebracht wurden. Ja, und dann wurde halt ein namentlicher geopfert und Der war dann der Bösewicht. Ja. Und genau, die andere in den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja. Wir müssen hier mal zu unserer Tradition wieder zurückkehren. Wir stellen ja auch in jeder Sendung hier ein Getränk vor. Wir sind bis auf den Anfang, wo wir ja mit armenischem Cognac auf den verlorenen Wahlkreis des Aserbaidschan-Lobbyisten angestoßen haben, nämlich Herrn Wanderwitz. Dann hatten wir auch die Aktion Lauterbacher statt Lauterbach ins Leben gerufen. Das ist also ein bekannter erzgebirgischer Schnaps. Heute sind aus dem Erzgebirge seitdem noch nicht wieder rausgekommen. Heute sind wir mal in Schlettau und haben einen Markenbitter. Wir hatten auch schon alkoholfreien Schnaps übrigens. Oh, das ist aber jetzt ärgerlich. Jetzt geht mir wieder der Korken kaputt. Tja, dann wird es heute nichts. Bleibt beim Versuch. Im Versuchsstadium stecken geblieben. Schlechter Korken. Also man kann es auch so machen. Der Student weiß sich zu helfen. Genau. Ja. Ui, das duftet nach Schwedenkräutern. Ist also sehr gesund. Wir müssen ja auch in diesen schwierigen Tagen auch immer auf unsere Gesundheit achten. Ein ungesüßter Kräuter aus Schlettau. Grünkreuz heißt Grün, er. Auch noch ein bezeichnender Name. Grünkreuz. Auf das Zentrum Automobil und die unabhängige Vertretung von Arbeitnehmern. Ja, auf die Freien Sachsen. Danke. Mensch, das ist ja wirklich fast Schwedenkräuter. Schmeckt dir das zu gesund? Du siehst so aus. Ja, als Schwabe bin ich da schon... Süßeres gewöhnt. Nee, anderes gewöhnt. Ach so.
Aber ihr habt ja in Sachsen auch das private Brennrecht. Ja, also als Privater darfst du das nicht mehr so einfach. Aber ja, aber nicht mehr so, aber es existiert noch. Ja, ja. Als, und in Württemberg ist das ja gang und gäbe. Ja, da hat jeder Bauer noch seine eigene Brennerei. Na, nicht jeder mehr, aber viele. Ja, und das Brennrecht ist ein, wie Gold, kann man verkaufen. Ach so, naja. Ja. Also durchaus sehr gesund. Sehr gesund. Sehr gesund. Sehr einigen gesund wir uns hier auf. Wahnsinnig gesund. Gut. Ja. Wir wollen uns vielleicht nochmal damit befassen, was sind die Vorteile, die großen Gewerkschaften euch gegenüber haben. Also ihr seid ja eine kleine, die Großen, klar, dass sie alteingesessen sind, das hast du schon gesagt. Die können dann mal noch wissen, wo sie alles herkriegen, was sie wollen. Also die Vorteile der großen Gewerkschaften für die Kollegen in den Betrieben, ob Klein- oder Großbetrieb, die schwinden ja zusehends. Mhm. Die waren früher unstrittig da. Ja. Also, es da ist ja auch so, aus der, eingesetzt, also aus der Geschichte, ne, da gab es ja den Spruch, irgendwann, der müsste in die 60er Jahre gekommen sein, samstags gehört Vati mir und dem das Kind. Das haben die Gewerkschaften durchgesetzt. Das ist ein unstrittiger Verdienst. Auch des Urlaubs, dass es einen Tarifurlaub gibt, zusätzlich zum Gesetz, ist ja unstrittiger Verdienst. Überhaupt auch, dass es so viel Urlaub gibt. Ne? Das ist ja gut, da ist der Gesetzgeber erst einmal. Irgendwann war das eine Gewerkschaft. Das war dann gewesen, dürfte dann der allgemeine deutsche Gewerkschaft gewesen sein. Aber ich will ja damit sagen, da war das unstrittig ein Vorteil. Also und auch die geschichtliche Herkunft der Gewerkschaft aus dem Kaiserreich, das ist alles unstrittig. Aber mittlerweile sind die Vorteile, die man hatte in dieser großen Gewerkschaft, die sind einfach weg. Ich nehme jetzt einfach mal das Thema Streik. Mhm. Der Streik und der Mitgliedsbeitrag des Mitglieds in einer Gewerkschaft, die sind miteinander gekoppelt. Mhm. Es ist ja klar, wenn ein großer Streik kostet viel Geld, also muss ich viel Einnahmen haben, dass ich meine Mitglieder versorgen. Die werden dann während des Streikes von der Gewerkschaft bezahlt. War der Gedanke. War der Gedanke. Das war schon in den 70er, 80er Jahren nicht mehr. So. Weil die Gewerkschaftsmitglieder, die ausgesperrt wurden vom Staat bezahlt. Ach so? Ja, da gab es dann. Ja. Gut, aber erst streiken sie ja mal. Aber erst streiken sie und dann kriegen sie Unterstützung von der Gewerkschaft. Das ist unstrittig. Aber der Hauptverdienst war, sie haben ihren Lohn vom Staat weiter bezahlt bekommen. Das heißt, wenn man und streikt. Und das wurde unter Helmut Kohl abgeschafft. Abgeschafft. Das halte ich für vernünftig. Also, warum soll ich dafür bezahlen, wenn die Eisenbahn nicht fährt, weil der Lokführer streikt? Ja. Also, das ist ja gar nicht einzusehen. So. Und jetzt sind wir in der Heuzeit und jetzt gibt es da Streit zwischen, ist etwas ein lustiger Streit bei uns im Werk, ist die Frage, welche Gewerkschaft hat zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einen Warnstreik bezahlt. Mhm. Also ein Warnstreik ist ein Streik, der also bei uns kurz ist. Und Vormittag lang. Wir meinen das ernst. Genau. Wir zeigen euch schon mal die Instrumente. Genau, quasi. Genau. Wir können hier streiken. Genau. Das beweisen wir euch jetzt mal kurz. Das beweisen wir. Ja. Und so jetzt die rhetorische Frage, die beantworte ich mir jetzt gleich selber. Es war natürlich wir. Und das hat auf dem Werksgelände natürlich schon eingeschlagen, weil jetzt die Gewerkschafts-, also die IG Metall-Mitglieder, hier nochmal guckt, wie was zahlen denn Sie einen Beitrag und warum kriege ich nicht? Also typisch. Die haben das nicht bezahlt. Die haben Leuten, das nicht bezahlt. Aber ihr habt es gemacht. Genau. Im Jahr drauf haben sie es dann mit großem Brimborium haben sie dann nachgezogen. Ja, aber das ist ja auch eine sinnvolle Sache, die man ja auch in der Politik merkt, wenn eine neue Kraft kommt und was Neues quasi vertritt, dass sie das dann auch teilweise übernehmen. Das ist ja auch ein guter Effekt.
ja, das ist so. Und wenn wir jetzt gleich bei dem Streikgeschehen bleiben, Vorteil der großen Gewerkschaft, das überlegen wir alle mal ganz angestrengt, der letzte große Streik war... Ich kann mich immer nur an die Eisenbahner, weil das merke ich, wenn ich nicht Zug fahren kann. Das war jetzt vor kurzem erst. Ja, das war aber nicht die DGB-Gewerkschaft. Nee, das war die kleine, die GDL. Das war die kleine Gewerkschaft GDL, die jetzt streiken musste. Ja, die musste, also die hatten das Streikrecht. Also das interessiert mich, weil mir geht es unglaublich auf die Nerven, wenn die Züge nicht fahren. Warum mussten die? Das muss man jetzt mal, gut, dass du da bist, richtig erklären, warum müssen die das? Weil, also wir gehen vom Grundsatz aus, jeder braucht mehr Geld. Ja. Also alles wird teurer und so. Und wenn ich eine Lohnerhöhung kriege, warum soll jetzt der Schaffner, der Lokführer das nicht kriegen? Plus, weil es muss sich halt um die Menge, Also so grundsätzlich, der Gedanke ist richtig. Warum soll die Krankenschwester jetzt etwa für ihren mehr Lohn für... Ja. Ihre Corona-Beihilfe, die man ihr versprochen hat, nie ausbezahlt. Warum soll jetzt die Krankenschwester nicht streiken? Also, ich denke, wer freiwillig grün, kriegt es nicht. Wer Grünkreuz trinkt, kriegt kein Corona, behaupte ich jetzt mal. Das ist sowas von gesund hier. Schmeckt das. Gut, also die Krankenschwester zurück und der Lokführer halt auch. Ja, und jetzt sind wir bei der. Warum mussten die streiken? Jetzt sind wir bei der GDL. Ja. Bei der Bahn ist der Streitpunkt, oder in jedem Betrieb kann es zum Streitpunkt kommen, wer ist die größte Gewerkschaft im Betrieb. Was hat das für die für Nutzen? Warum will man... Das ist die Frage, welcher Tarifvertrag gilt jetzt. Ach, nur die Größte darf einen Tarifvertrag machen? Es dürfen alle einen Tarifvertrag machen, aber der größten Gewerkschaft zählt. Aha. Und was nützt mich dann, mir das dann, wenn ich auch einen machen darf, aber der zählt nichts? Ja, das ist jetzt, ist der Punkt, um den Gedanke zu Ende bringen, das Tarifeinheitsgesetz, eingeführt unter der Frau Nahles, einer ehemaligen Beschäftigten der IG Metall, Germanistikstudentin und einer Arbeitsministerin, die hat das Tarifeinheitsgesetz eingeführt, weil es gab eben schon Gewerkschaften, meistens Spartengewerkschaften. Ich nenne jetzt hier mal als Beispiel, weil wir ja jetzt die GDL schon genannt haben, UFO, Cockpit, die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die sich aus dem berechtigten Interesse der jeweiligen Mitarbeiter einfach selbst organisiert haben. Ja. Jetzt ist das Thema bei Lufthansa, welcher Tarifvertrag ist jetzt allgemeingültig der Lufthansa? Das ist ja eigentlich eine Gleichschaltung, wenn die Politik sowas entscheidet, oder? Also das ist ja das Ziel, dann direkt den geliebten DGB-Gewerkschaften zu helfen und den Kleinen eine mitzugeben. Sehe ich das richtig? Das war so. Aha. Und das ist jetzt, kommt immer der Vorwurf uns gegenüber, ihr seid ja keine Gewerkschaft. Warum sind wir keine Gewerkschaft? Ihr könnt ja keinen Tarifvertrag abschließen. Aha. Ja, können wir nicht, weil wir jetzt noch nicht beweisen können, dass wir auf Werksgelände, ob das jetzt, dass wir größer sind als die IG Metall. Das heißt, sobald ihr das könnt, sobald, was weiß ich, bei BMW in Leipzig ihr stärker seid als IGM, Zulieferer, dann könntet ihr, dann dürft es die IGM nicht mehr machen, mit BMW einen Tarifvertrag abschließen, dann nur noch ihr. In diesem Werk wäre es jetzt so, und jetzt muss mal ausdiskutiert werden, welcher Tarifvertrag gilt, weil Werksgelände, Betriebsgelände und der Tarifvertrag wird ja von den Tarifvertragsparteien abgeschlossen. Mhm. Also Gewerkschaft und Arbeitgeberverband. Arbeitgeberverband, gut, aber wenn ein Arbeitgeber nicht im Verband drin ist, dann kann er auch direkt mit euch abschließen. Ja, so. Und das war jetzt zum Beispiel das ewige Thema bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, weil die musste sich einfach gründen, weil die Feuerwehr, die Feuerwehrbeamten, die Mitarbeiter in der kommunalen Feuerwehr, die waren einfach, um die hat sich niemand mehr gekümmert. Ach so, die waren nicht vertreten. Die waren nicht vertreten, also mussten die sich selber gründen, selber organisieren. Das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte war nie ein Thema, haben die dann aufgebracht. Ist ja auch ein relativ junges Thema. Ist ein relativ junges Thema. Früher hat niemand einen Feuerwehrmann verprügelt.
Das ist ja, und dann, neu, ne? Dann hat man nicht drüber gesprochen und jetzt steht es in der Zeitung. Und an diesem Beispiel ist es auch so. Und jetzt hat Verdi, die einzige Aufgabe, die jetzt Verdi sich gesetzt hat, war, das runter zu verhindern, dass die ja einen Tarifvertrag abschließen. Ah ja, ja. Mit allen Mitteln und so. Das sind die Geschichten. Und deswegen sind wir so gefährlich für die, weil wir ja klar ausgesprochen haben, was wir wollen. Also ihr macht den Druck und ihr könnt auch schon quasi mitreden, da wo ihr in den Betriebsräten sind. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da machen wir dann auch nochmal später eine andere Sendung zu dem Thema, was macht ein Betriebsrat, was kann der, ist es sinnvoll, da mitzumachen, was hat man da für Rechte. Das sind Themen, die wir auch besetzen müssen. Das ist einfach Terrain, was wir nicht den gleichgeschalteten Kräften, die mit der jetzigen Regierung unter einer Decke stecken, überlassen dürfen. Und deswegen denke ich, war das heute mal sehr interessant für unsere Zuhörer erstmal zu hören. Es geht auch anders als Linksgewerkschaft Filz. Genau. Man kann also nicht nur politisch sich für eine Veränderung einsetzen, sondern auch im Betrieb. Das ist eigentlich eine gute Erkenntnis und ich denke, das werden wir noch mal breiter auswalzen zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank erstmal, dass du heute da warst. Du warst